Sushi, roher Fisch ist jetzt nicht so meins. Schande über euch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Food Trends. Heute im Angebot für euch Baked Sushi in zwei Varianten. Super lecker, super einfach. Ich zeige euch das Ganze, bleibt dran und ab geht's. Für unsere erste Variante geben wir 150 Gramm klein gehackte Garnelen in eine vorgeheizte Pfanne. Dazu eine halbe rote Zwiebel und ein bisschen Knoblauch. Würzen tun wir das Ganze schön kräftig mit etwas Curry, Salz, Pfeffer und löschen das Ganze dann noch ab mit etwas Zitronensaft, eine frische Zitrone. In der gleichen Pfanne, damit wir noch so ein bisschen die Röstaromen haben, geben wir jetzt unser Gemüse, unsere Zwiebeln, unsere Möhre, unser Paprikagemüse und das Ganze wird dann mit Salz und Pfeffer angebraten. Etwas Worcestershire-Soße dazu, die Sojasauce zum Ablöschen und auch hier das Ganze einmal ein bisschen stehen lassen. Dann kommen wir zu unserem Frischkäse. Der Frischkäse wird mit den Garnelen vermengt und wir nehmen dazu noch ein bisschen frischen Schnittlauch, etwas Salz, etwas Pfeffer und dann kann auch das miteinander vermengt werden, sodass da schön die Geschmäcker ineinander übergehen und wir das Ganze dann für später nutzen können. Unsere zweite Variante ist jetzt auch hier wieder mit Frischkäse und mit Räucherlachs. Das sind jetzt 200 Gramm Räucherlachs. Ich habe so ein bisschen was zur Seite gestellt. Der Rest wird mit in die Menge gegeben und dann kommt auch da jeweils nochmal Zitrone mit drauf. Den Sushi-Reis habe ich im Vorfeld schon etwas vorgekocht. Da kommen jetzt Reisessig dazu und dann kann das Ganze auch schon geschichtet werden. Ich habe jetzt hier so kleine Tortenförmchen. Wir haben Reis, gefolgt von unserer Creme, in dem Fall jetzt die Garnelen. Dann habe ich ganz fein geschnittene Gurken noch oben drauf, unser angeschmortes Gemüse und das Ganze wird zum Schluss dann nochmal einmal getoppt von etwas Sushi-Reis und nochmal schön gedrückt, dass das Ganze in Form kommt. Unsere zweite Variante, das Ganze mit dem Räucherlachs, auch hier wieder unten ein Boden aus Reis, gefolgt von unserer Frischkäse-Räucherlachs-Füllung. Auch hier das Ganze wieder schön drapieren mit etwas Gurke und ich mag da ganz gerne die Gurke immer mit Schale. Obendrauf nochmal wieder ein bisschen Möhre und Gemüse und wieder als Decke ein bisschen abgekühlten Sushi-Reis. Das Ganze noch einmal glatt streichen und dann kümmern wir uns auch schon um unsere Soße. Ich habe in dem Falle hier Mayonnaise gemischt mit einer guten Portion, ungefähr einem Teelöffel Wasabi. Das könnt ihr je nach Schärfegrad aber nochmal selbst nach oben oder unten anpassen. Das Ganze schön miteinander vermengen, bis wir so eine cremige Soße bekommen, die wir dann nachher oben auf unsere Törtchen, auf unseren Baked Sushi geben können. Das Ganze kommt in den Ofen für ungefähr 8 bis 10 Minuten, weil ja alles schon soweit gar ist. Dann wird das Ganze einmal rausgenommen. Wir hacken unser Nori-Blatt fein und geben das dann nochmal einmal über unsere Sushi-Törtchen, bevor wir das Ganze dann noch einmal für ein paar Minuten in den Ofen schieben, damit wir noch so ein bisschen den Crunch bekommen. Getoppt wird das Ganze nochmal von unserer Wasabi-Mayonnaise. Die kommt nochmal oben drauf und dann können wir das Ganze auch schon anrichten. Einmal die Variante mit Garnele, einmal die Variante mit geräuchertem Lachs. Entscheidet selbst, was für euch das Beste ist. Guten Appetit und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.